So flüssig weg, weiter außen ist King of Kings in der zweiten Position, findet jetzt nach innen und das andere Springspur fährt Hofberg Segidde, bleibt da zunächst außen hängen. Die 1 vor der 6, außen die 7, dahinter ist an der Innenseite postiert die 8, Jumble Oz hat hier also die vierte Position. So geht's durch die Gegenseite mit Umbriel an der Spitze. Da kommt im Mittelfeld die Attacke von News of Hanke. Der Favorit geht da vorbei an Hofberg Segidde und postiert sich an zweiter Stelle. Umbriel führt in den nächsten Bogen. Außen geht News of Hanke. Dritter Platz für King of Kings. Außen daneben Hofberg Segidde. News of Hanke macht hier weiter Druck. Kann jetzt vorbeigehen an Umbriel. Die 2 vor der 1, die neue Reihenfolge. Dritter die 6, außen die 7. An der Innenseite folgt dann die 8. Und im Mittelfeld jetzt der Vorstoß der 11. Global Mazarine macht sich da in dritter Position, in dritter Spur, besser gesagt, auf den Weg nach vorne. Und erscheint bei den führenden Pferden in der Tat an dritter Stelle, jetzt sogar an zweiter. So geht es auf die Schlussrunde durch den vorletzten Bogen. Der Favorit ist an der Spitze, News of Hanke. Der Top-Favorit dieses Rennens führt zum Kurs von 1,50 Euro. Die Teilnehmer auf die letzte Gegenseite, fast gleich auf. Jetzt Global Mazarine, die 2 und die 11. Dahinter Umbriel, die 1 an dritter Stelle. Außen geht die 7, Hofberg Segidde, innen die 6, King of Kings. Das ist die Reihenfolge kurz vor Erreichen des Schlussbogens. Und News of Hanke scheint hier noch jede Menge Reserven zu haben, wenn man die Körpersprache seines Fahrers richtig deutet. Davon lässt sich Global Mazarine aber nicht beeindrucken. Versucht hier aufzuschließen zum Favoriten und dann wird sich zeigen, ob er wirklich noch Reserven hat. Innen die 2, außen die 11, so geht es um die letzte Ecke und dahinter auch Umbriel noch mit allen Chancen, die gerade ist erreicht. News of Hanke geführt, muss sich hier strecken gegen Global Mazarine. Innen Umbriel, aber News of Hanke kämpft mit Umbriel. News of Hanke, Umbriel, Global Mazarine und News of Hanke gewinnt. Nicht so klar, wie man es zum Kurs von 1,50 erwartet hätte, aber trotzdem mit einer eindrucksvollen kämpferischen Leistung. Die 2 vor der 1 und der 11, die haben ihm nichts geschenkt, aber als es ernst wurde,